Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SG64 auf Tatooine. Ihr habt richtig gehört, jetzt kein Scheiß. Heute soll es wieder Tatooine geben. SG64, Digga, es ist bestimmt 4 Jahre her, als ich das letzte Mal gesagt habe. Aber heute möchte ich es nochmal wagen. Und ja, Leute, ich bin in der Runde und ich habe Choi Mi gemacht und ich hoffe, die Runde wird voll. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Leute hier überhaupt noch spielen und wie viele auf eine Choi Mi-Anfrage reagieren. Aber guck mal, es sind echt einige. Es fühlt sich ein bisschen an wie früher, Leute. Ohne Scheiß, lasst gerne ein Like da, wenn ihr häufiger SG64 sehen wollt. Es ist wirklich so ein bisschen back to the roots. Ich dachte mir, wenn ich eh schon Daily-Videos mache, ey, why not? Why not ein bisschen Minecraft spielen, ein bisschen Tatooine, ein bisschen SG64, mit dabei ist niemand. Es geht gleich los, ich bin sehr gespannt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SG64, mit dabei ist niemand. Ich bin heute auf Tatooine unterwegs, ihr kennt es alle noch, ich werde es auch nicht vergessen. Das ist aber meine fucking Kindheit gewesen. Leute! Viel Erfolg, viel Glück. Okay. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was ich mit diesen ganzen Items soll. Es sind halt sehr... Ach, Digga, laufen alle meine Luru. Meine Luru. Meine kleine Lootroute. Digga, du läufst halt wirklich meine Lootroute, du Ekelhafter. Ach komm, hör zumindest auf. Gib mir doch Schwert. Nö. Sorry, Leute. Kein Schwert. Oh, Digga, einfach full Iron fast. Leute, es hat sich mittlerweile wahrscheinlich sehr, sehr viel geändert. Deswegen die Runden wahrscheinlich echt viel, viel schwieriger werden. Guck mal, ich hätte echt ganz gutes Equip jetzt. Es wird wahrscheinlich das ein oder andere Team geben, das ein bisschen abfacken wird, ein bisschen stärker sein wird. Aber auch gegen die möchte ich es aufnehmen. Vielleicht kriegen wir echt eine Runde hin wie früher. Eine SG64er. Wie sie... Okay. Das kommst du her! Du bist der Nächste! Komm sie her, Bro! Komm her! CC Poi, du bist dran, Alter! Er lässt einfach Sachen droppen. Oh, er hat jetzt erst Schwert, glaube ich. Oder will jetzt die ganze Zeit wegrennen? Okay, guter Fight. Aber benötige ich, glaube ich, alles gar nicht. Ich baller das mal hier hin. Oh, wir haben Bogen! Auch nicht schlecht. Okay, wir haben gar nicht so schlechtes Equip. Real Talk. Ich bin sehr gespannt, wie viele Leute leben noch. Ja, es sterben auch die Leute viel, viel schneller. Entweder Leute wollen halt um den Sieg spielen oder aber Kill-Rekorde, habe ich so das Gefühl, aufstellen. Das sind so die Möglichkeiten. Leute, haut raus, wie geht's euch? Ich dachte mir, heute quatsch ich einfach mal ein bisschen mit euch. Frag, was hat sich bei euch verändert, was hat sich bei mir verändert. Ich erzähle euch ein bisschen was. Eigentlich weiß ich gar nicht so genau, was ich erzählen soll. Aber naja, Leute, ich bin älter geworden, reifer geworden, werde damals den alten Heroes, oh Gott, Dreier-Team oder was? Ich werde jetzt in den alten SG64-Zeiten niemals gedacht, dass ich Daily Content machen werde. Ja, Real Talk niemand. Ja, Dreier-Team ist halt natürlich sehr, sehr nice. Da habe ich auch super viele Chancen. Also da ist ja echt alles möglich. Das Problem ist, ich habe halt eine Runde ausgewählt, in der Teams verboten sind. Ich habe halt keine Ahnung, ich glaube die SG64 Private Rounds gehen leider Real Talk nicht einzustellen. Dass da unten dann sozusagen steht, Teams verboten. Deswegen, ach Digga, jetzt kommt noch eins oder was. Ja, Digga, die hinten dran. Dann helfe ich denen. Okay, und die sind gesplittet. Letztendlich perfekt. Step one, you say... Will er nicht draufgehen jetzt? Ja, du bist der Nächste da oben, Habibi. Wir schauen mal, was geht. Ne, mittlerweile hat sich bei mir sehr viel geändert. Ich mache mittlerweile wirklich Daily Content. Bin ein Dude geworden, der nicht nur rumhängt. Ich habe damals sehr, sehr viele Monate immer wieder Pause gemacht. Wusste nicht, was ich so tun soll. Mittlerweile ist es so, ich mache Daily YouTube Content hier auf Stegi Trash. Da wollte ich einfach mal die Chance ergreifen, jetzt wo es mal keine Stream-Aufnahme ist, dass ich einfach euch frage, ja Leute, wie gefällt euch der Content auf Stegi Trash? Was ist eure Meinung? Findet ihr es bis dato cool? Was würdet ihr euch wünschen für Content hier? Kann ich irgendwas ändern? Seid ihr so zufrieden, wie es gerade läuft? Weil natürlich auch das Problem ist, wenn ich wirklich Daily Content machen möchte, ist es halt natürlich schwierig, wirklich jeden Tag etwas zu finden. Deswegen aber auch ganz klar eben die Frage, ja, wünscht ihr euch irgendwas Besonderes, was es momentan nicht so wirklich gibt? Oder seid ihr wunschlos glücklich? Heute gibt es endlich mal eine Aufnahme, die nicht im Stream entstanden ist, sondern ich extra mich hingesetzt habe, gedacht habe, ja, ich glaube, heute spiele ich ein bisschen SG64 und klatsch mal ein bisschen hier einen
Dummhut aus der aus dem Lehm, Alter. Ja. Und 3, 2, 1, der nächste. Ja. Gibt's hier irgendwas, was ich brauche? Oder wollte mir was zeigen? Ach, er wollte mir die beiden wahrscheinlich zeigen. Er wollte mir seinen Tipp geben, dass es hier Teamer gibt wahrscheinlich. Was sonst hätte der hätte sich doch gewehrt sonst. Okay, dann gehen wir auf die beiden. Ihr wolltet das so. Slowney und der andere. Wir haben mittlerweile noch immer keinen Flintenstil. Das ist ein bisschen wack. Mit FNS wäre es noch ein bisschen leichter, die so ein bisschen zu separieren. Ja, lass uns mal schauen. Es sind schon noch ein paar Gegner. Die beiden hier sind im Team. Das heißt, ein Zweier-Team ist es auf jeden Fall. Und der Rest ist unbekannt. Digga, es fühlt sich wirklich an wie früher, als ich jeden Tag mich hier hingesetzt habe, versucht habe, SG64 aufzunehmen, was aber wirklich Spaß gemacht hat. Heute ist es wirklich sehr, sehr auf Krampf auswirkend, wenn du bedenkst. Ja. Cool. Was ich, glaube ich, am meisten abfuckt ist, dass sie es nicht mal probieren, mich alleine zu killen. Dass sie wirklich sagen, ach, ich glaube wirklich, auch wenn er gerade alleine ist, oder auch gerade wenn er solo ist und wir zu zweit, wieso sollen wir da irgendwas riskieren, dass wir draufgehen könnten? Das wäre doch dumm. Das wäre doch richtig scheiße. Ich meine, ich habe das Zickzack-Cap, ich bin ein geübter PvPer. Da lasse ich doch nichts anbrennen. Natürlich lässt du da nichts anbrennen, aber trotzdem kannst du doch mal alleine kämpfen, du Vollidiot. Okay, sorry, da musste ich kurz meinen Hass rauslassen, der sich die letzten Runden so allmählich aufgebaut hat. Ja, das Spiel ist nicht mehr so wie früher. Ich sag einfach mal so, wie es ist. Es ist mittlerweile nicht mehr ganz so wie früher. Es geht halt mittlerweile wirklich um die Leben der Mütter. Es ist so. Es geht wirklich um fucking... Ich weiß nicht genau, von wem die Earnings bekommen, aber es wirkt so, als wenn irgendwie ein großer Geldgeber hier hintersteht, der ihnen versprochen hat, gewinnt ihr diese Runde, hagelt es ein fettes Preisgeld für euch. Vor allem, weil es halt einfach meine private Runde ist. Aber... Ja! Ich check's halt wirklich nicht. Lasst es uns trotzdem probieren. Eben lasst gerne eine positive Bewertung, wenn ihr sowas häufiger sehen wollt. Ich würde auch ganz gerne, glaube ich, mal mit der Ender Games so richtig spielen. Ich glaube, Ender Games aufnehmen ist nochmal ein bisschen leichter, weil du kannst da eben einfach in öffentliche Runden gehen und dann denken die nicht, es geht um Leben und Tod. Wahrscheinlich vielleicht auch, aber ja, ich habe Real Talk. Ich sag's jetzt einfach. Ich habe so das Gefühl manchmal, die Minecraft-Community ist, was es angeht, hat sich so ein bisschen selbst kaputt gemacht, beziehungsweise ist halt einfach am Arsch, weil... Leute, die halt nicht ultra krass schwitzen wollen, die auch nicht ultra krass sind unbedingt, haben halt schon längst Minecraft verlassen, weil es halt ein sehr altes Spiel ist und PvP auch nicht mehr so krass das Gefragteste ist. Und es sind halt nur noch die geblieben, die halt eben um ihr Leben schwitzen. Das bedeutet, momentan sind es nur noch Leute hier, die halt um ihr Leben schwitzen. Die alten Minecraft-Hasen, die alle früher gut waren, sind alle gegangen und haben sich gedacht, Digga, weißt du was, ich versuche, oder ich spiele Valorant, ich spiele irgendwelche anderen Skill-Based-Spiele, bei denen man noch vielleicht einen besseren Skill vergleichen kann. Jetzt sind einfach nur noch Leute geblieben, die halt momentan so richtig krass reinschwitzen wollen. Und ich glaube, das ist das Problem. Das sind einfach jetzt dann Menschen, die um alles auf der Welt jede Runde gewinnen möchten, die irgendwelche Stats boosten und so einen Scheiß. Ihr beiden da hinten. Ich verstehe. Wenn ihr doch ein 1v1 einfach machen würdet, aber... Aber nein, man wartet, man denkt sich, Bro, nein, du bist so weit vorne, du bist alleine. Du hast das GAG-Cape, du darfst es nicht beschmutzen. Das geht so nicht, Bro. Lass uns lieber weiterlaufen. Warte auf mich, bitte. Das muss ein faires 2v1 sein. Ah, Leute, wisst ihr, was das Geilste gleich sein wird? Ah. Ah. Er läuft einfach weg. Ich will nicht! Ach, Digga, ohne Scheiß. Real Talk, ich mach das halt einfach. Ich will ohne Scheiß SG64 zumindest euch zeigen, wie momentan die Umstände sind. Und es ist halt wirklich schön, weil es einfach dann dadurch so unspielbar geworden. Was halt einfach so anstrengend ist und keine Ahnung. Komm her! Wo bist du hin? Jetzt ist er alleine und denkt sich einfach, Digga, jetzt hau ich halt ab. Dann warten wir mal aufs Deathmatch. Ich jongliere ein wenig mit meinen Balls. Deathmatch! Ich weiß gar nicht mehr, wie die Deathmatch-Arena aussieht. Oh! Ist es eine andere als früher? Gab's hier nicht irgendwie ein Dierschwert? Ah, Enchanter. Okay, guck mal, hier ist der Hawkball. Hawk, komm her, Zickzack-Cape, Bro. Oh Gott, nicht hingeguckt, Bro. Hier sind nicht mehr so viele. Ich
Was sollen wir tun, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe noch gar nichts gesehen. Gut oder schlecht er ist. Hinten ist unser Teamer-Boy. Und hier ist noch der Solo-Dude. Ich glaube, der hier ist wirklich stark. Ich glaube, Real Talk. Ich glaube, der ist einfach PvP-technisch ein krasser Dude. Er schreibt Ed, ich warte. Habt ihr denn, unser Mate ist auch? Ed ist auch so, glaube ich. Okay. Hey, der hatte 5,5 Herzen! Ah, scheiß drauf, Digga! Ah, scheiß drauf, Digga! Ach, scheiß drauf, Digga. Ich check's nicht. Das war die Runde. Wenn es euch gefallen hat, es war wirklich krampfen stellenweise. Aber es war auch ein bisschen Genugtuung. Lasst gerne eine positive Bewertung da beim asozialsten SG64 Tatooine-Spieler der Welt. Ja, in diesem Sinne, macht's gut, reingehauen, draufgeschaut. Ich hab keine Ahnung, wie der Spruch geht. Ciao! Ja. Hä? Es ist deren Ernst. Okay, wir spielen. Leute, weißt du, wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Hi. Full Iron Team. Ja, arschgeile Nummer bis dato. Ja, Teammate kommt. Kannst du mir helfen, Teammate? Teammate, kannst du mir helfen? Digga, es ist wie früher. Ach, Digga. Digga. Ja, arschcoole Leute seid ihr. Ja, arschcoole Leute, habe ich gesagt, seid ihr. Ja, der könnte echt ekelhaft noch werden. Digga, wie kann das so scheiße sein? Wie kann dieses Spiel mal...